Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Woche ergangen ist. Für mich war sie schön und sehr anstrengend. Wir sind nach Salzburg gefahren, zu dritt, ich, Stefan und Rufino. Für 2 Tage, wo wir verpflichtet waren, dann 1,5 Tage waren, wo wir einige Sachen in Salzburg organisieren mussten für die nächsten Veranstaltungen. Und die 2 letzten Tage, der Donnerstag und Freitag, war für uns. Wir wollten uns Zeit nehmen, um gemeinsam zu schauen, wo wir hingehen als Gemeinschaft, wo wir auch mit dem, was wir in Marienzersdorf tun, wo wir uns hinbewegen, in welche Richtung. Und ich muss sagen, das war für mich persönlich eine sehr fruchtbare Zeit, also für die Gemeinschaft auch, weil wir sind einen großen Schritt weitergegangen, glaube ich. Aber für mich persönlich war es wirklich sehr wichtig, weil die letzten Monate habe ich das in meinem Herzen gespürt, was vielleicht auch den Jüngern zuteil geworden ist nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu. Dass sie ihr Herz verschlossen hielten auf das, was Jesus ihnen früher erzählt hat, auf das, was ihnen die Frauen erzählt haben und der Thomas auch auf das, was andere Apostel ihm erzählt haben über den Auferstandenen. Verschlossenes Herz und Angst. Ich will nicht sagen, dass es für mich beherrschend war, aber ich habe schon gespürt, dass wenn ich mit den Brüdern in der Gemeinschaft bin, da es etwas gibt, was mich daran hindert, mich zu öffnen, mich auf die Gemeinschaft einzulassen, mit den Brüdern mein Leben zu teilen. Und in diesen 2 Tagen ist für mich etwas Wichtiges passiert. Ja, das waren 2 Tage seit wirklich langem, wo ich einfach beten konnte. So ganz einfach, so wie es mir gefällt, so wie es mir liegt. Und wo ich wirklich in diesen 2 Tagen Jesus gesehen habe in meinem Leben, wo er eintritt mit Vollmacht, mit seinem Segen, mit seiner Mahnung. Jesus ist auch einer, der dir sagt, du irrst. Das habe ich stark gespürt. Und wo ich ihm begegne, da sehe ich ganz genau, wie ich wirklich bin. Also vor Jesus kann ich nichts verbergen, nichts verstecken. Er sieht es einfach und er bringt mich auch dazu, mich so zu sehen, wie ich bin. Mit all den guten Sachen, aber auch mit den anderen. Und mir gab diese Begegnung mit ihm, mit dem Auferstandenen, die Kraft, sich wieder auf die Gemeinschaft neu einzulassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das ist im Kloster. Das ist nicht wie eine Familie. Wir sind zwar Brüder, aber wir sind nicht verwandt. Gott hat uns zusammengeführt an einem Ort. Und das ist das, was ich zumindest glaube. Und es ist manchmal schwierig, weil wir so unterschiedlich sind. Und das Einfachste in einer so reinen Männergesellschaft ist, die Tür zuzumachen und also ich habe meinen Raum, lass mich in Ruhe und das reicht. Das geht ganz einfach. Aber die Tür einen Spalt offen zu halten, dass der andere da eintreten kann, das ist manchmal anstrengend. Weil der andere zeigt dir auch, wie du wirklich bist. Und ich bin wirklich dankbar für diese 2 Tage, die ich in Salzburg verbracht habe. Wir waren bei der Loreto-Gemeinschaft in ihrem neuen Haus, in Home, der Mission Base, also da, wo sie wirklich Wunder vollbringen. Also wenn jemand Zeit hat, fährt hin. Sie sind sehr gastfreundlich, man kann jederzeit kommen, auch übernachten, wenn sie ein paar freie Plätze haben. Das ist nicht so einfach,
Aber fährt hin, schaut, wie sie leben. Das ist ein bisschen so, wie es in der Apostelgeschichte heute beschrieben wurde, in der Lesung, die wir am Anfang gehört haben. Aber wenn du dorthin gehst und siehst, wie die Leute miteinander umgehen, wenn du dorthin gehst und betest und wirklich die Stimme Gottes in deinem Leben aufs Neue entdeckst, dann kannst du nicht mehr so wie vor 2 Tagen. Das ist das, was die Jünger erfahren haben, wo Jesus in ihr Leben wieder eintritt. Also sie haben ihn gekannt, das war nichts Neues. Aber wenn der Auferstandene da seinen Fuß setzt in diesen Raum, wo die Apostel sitzen, voller Angst, Hoffnungslosigkeit, da verändert sich einiges. Und ich will nicht sagen, dass jetzt mein Leben neu ausgerichtet wird und ich es umgekrempelt habe und dass es für meine Mitbrüder einfacher wird. Wahrscheinlich wird es nicht einfacher. Aber eines weiß ich, Gott zu erfahren, kann man überall. Man braucht diese Bereitschaft. Und diese Bereitschaft hervorzurufen, ist einfacher, als man manchmal denkt. Oft schiebt man das aus in die Zukunft. Ja, heute noch nicht, morgen. Morgen lasse ich mich auf diesen oder die ein, weil heute bin ich nicht so gut drauf. Aber der Herr kommt zu dir heute. Und das, wo ich es erfahre, wie ich diese Bereitschaft in mir wach halten kann, lebendig halten kann, die Bereitschaft zur Veränderung, zur Umkehr, das ist das Gebet. Und ich weiß nicht, welches Gebet dir liegt. Für mich ist der Lobpreis so etwas. Und die Musik, die mich wirklich trägt im Gebet. Ich muss nicht, also keine Gebete formulieren. Ich sehe den Herrn vor mir und bete ihn an. So einfach ist es für mich. Und durch dieses Gebet, durch ein Herz, das nur auf ihn ausgerichtet ist, geschieht Neues, kommt Leben dort, wo Tod herrscht. Das ist etwas, was die Apostel erfahren haben, im leeren Grab, in den Begegnungen mit den Auferstandenen. Das sind viele Generationen, die nach ihnen gekommen sind, vor uns gelebt haben. Und in unserer Generation ist es genauso. Da, wo du dich auf den Herrn ausrichtest, ohne irgendwelche Bedingungen, ohne irgendwelche Ziele erreichen zu wollen, da wirst du es erfahren, dass der Herr dir auch diese Bereitschaft zur Nachfolge, zur Umkehr, zur Veränderung, zum Großartigen schenkt. Und dass man nicht in der Mittelmäßigkeit des Alltags bleibt, sondern nach dem Höheren strebt. Das ist, was wirklich mein Herz in diesen Tagen erfüllt, weil das war für mich eine starke Erfahrung, wo der Herr mich wirklich geführt hat. Also ich höre keine Stimmen oder sehe ihn vor mir, so wie ich dich jetzt sehe, aber ich habe ihn erfahren, wieder aufs Neue, wieder einmal. Und vielleicht in einer Woche vergesse ich es wieder. Kann sein. Aber eines weiß ich, im Gebet auf ihn ausrichten. Das ist keine Garantie, aber das ist der beste Weg, den man gehen kann. Und das ist auch das, was wir in diesem Gottesdienst machen. Wir bequatschen den Herrn nicht, sondern wir beten ihn an. Das ist auch die Gefahr im Gebet, dass man Gott da zuschüttet mit allem Möglichen. Und ich glaube, in der Musik kann man sehr gut einsteigen. Du musst nicht einmal singen, kannst nur zuhören und du bist bei ihm. Ich wünsche dir solche Erfahrungen, solche österlichen Erfahrungen. In dieser Zeit, ganz stark, weil der Herr kommt in unser Leben, jeden Tag aufs Neue.
Nur wir geben uns mit der Mittelmäßigkeit ab, mit Dingen, die es nicht wert sind, unsere Aufmerksamkeit zu haben. Und vergessen das viel Größere, einen Gott, der Leben schenkt, überall. Und besonders dort, wo Tod herrscht. Ich lade dich wirklich ein, in diesem Gottesdienst, in diese Anbetung einzusteigen. Wo wir vor den Herrn treten. Ob du dann stehst, kannst nach vorne gehen, da gibt's auch Teppiche, kannst dich niederknien, in der Bank bleiben oder durch die Kirche gehen, das ist wurscht. Kannst die Hände erheben oder sie unten lassen, das ist egal. Tritt vor den Herrn. Und bleibe bei ihm. Und dann wird sich dein Leben verändern. Wenn du nur ihn vor Augen hast, auch wenn es 5 Minuten sind, bleibe bei ihm, strecke dich nach ihm aus und du wirst ihn erfahren, wie Thomas ihn erfahren hat. Ganz unglaublich. Und vielleicht wirst du dann ein bisschen beschämt, wenn du ihm begegnest, so wie es beim Thomas war, so wie ich auch in den letzten Tagen war, weil man sieht sich selber. Aber vor dir steht dann Jesus, der Herr über Leben und Tod und dein Freund. Strecke dich nach ihm aus.